Die Industrie in Vorarlberg befindet sich wieder im Aufschwung und es wird immer mehr gefordert, dass sich Frauen für technische Berufe interessieren und auch technische Ausbildungen machen. Frau Gudrun Ilk, Sie haben schon länger eine technische Ausbildung gemacht und haben Erfahrung. Was haben Sie eigentlich genau gelernt und wie lange sind Sie schon tätig? Ich habe technische Zeichner gelernt, habe 1982 da angefangen, bin mit der Maschinenschlosser in die Schule gegangen, weil damals war der technische Zeichner noch nicht so aktuell wie heute und mache das jetzt seit 29 Jahren. War das damals anders wie heute? Ja, man hat viel mehr geschaut, wenn eine Frau in so einem Beruf schafft. Aber man hat mich toll akzeptiert, sonst wäre ich nicht heute noch da. Glauben Sie, dass Männer oder Frauen besser sind in irgendeinem Berufssparte? Das ist immer wie das Interesse. Ist jeden interessiert was anderes. Und da bin ich der Meinung, wenn eine Frau sich für das interessiert, dann kann sie das so machen. Sind Sie damals in Ihrem Freundeskreis belächelt worden mit Ihrem Berufswunsch? Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach einmal was anderes. Und ich bin durch meinen Papa eigentlich auch in die Firma gekommen, weil er Chefkonstrukteur war in der Technik. Und da bin ich als Kind schon viel mit auf Baustelle gefahren und habe mir das angeschaut und bin mit ihm eigentlich groß geworden. Was sind so Ihre Projekte über das Jahr? Wir bauen zwischen 70 und 100 Seilbahnanlagen im Jahr. Und für diese Seilbahnanlagen haben wir fast für jede Anlage also Überdachungen, wie man da im Hintergrund auch sieht. Und das ist meine Aufgabe, um die Sachen auszuschaffen. Das machen Sie ganz alleine? Nein, ich habe so zwischen 3 und 4 Mitarbeiter, die mit mir arbeiten. Und wir machen das miteinander.